Deborah, du bist Experte für Social Learning und wir haben gerade eben bei dir eine Session erleben dürfen über Social Learning. Und für mich ist immer noch ganz präsent im Kopf der Abschlusssatz von dir. Wir haben gerade eben Social Learning gemacht, alle miteinander, 25 Teilnehmer. Und das hat für mich entmystifiziert, dass das Social Learning eben nicht nur in irgendwelchen sozialen Netzwerken stattfindet, sondern schon immer, wenn Menschen zusammenstehen und sich unterhalten. Ja. Du bist Social Learning Experte. Was hast du aus der Session mitgenommen? Haben Teilgeber für dich auch neue Erkenntnisse gebracht? Also du sagst was ganz, ganz Wichtiges, weil Social Learning ist wirklich nichts Neues. Die Form von Gruppenlernen, die kennen wir schon ganz, ganz lange. Und sie kriegt eigentlich nur durch diese sozialen Netzwerke eine neue Komponente. Und wir müssen vielleicht überlegen, wie bringen wir dann auch diese neue Komponente mit dem Verständnis, wie wir es bisher im Gruppenlernen kannten, in den Einklang. Und deswegen sind für mich diese Sessions, wo wir beides betrachten, sowohl das typische Gruppenlernen, so wie wir es kannten und kennen, im Präsenzlernen Social Learning anzuwenden, aber auch im digitalen Lernen so fruchtbar, weil sich eigentlich immer wieder genau das ergibt, was du gerade gesagt hast. Letztlich geht es darum, mit anderen zu kollaborieren und irgendwie gemeinsam etwas zu tun. Egal jetzt, ob im sozialen Netzwerk oder physisch. Ja, ich kann mich daran auch erinnern. Verschiedene Teilgeber haben zum Beispiel Second Screen genannt. Damit ist gemeint, während einer Fortbildung sitzen wir mit unserem Smartphone und teilen die Inhalte und holen uns neue Inputs. Das ist eine Vermischung von dem neuen digitalen und dem analogen Lernen. Ja. Ja, genau. Also ist es. Ist es. Was für mich spannend ist, ist, welche Netzwerke zum Beispiel da genutzt werden. Also ich hatte ja auch bewusst dann euch die Aufgabe gestellt, jetzt nutzt mal was. Und spannend ist für mich immer, dass ganz häufig Twitter genutzt wird, und aber viele andere Netzwerke nicht. Und gerade wenn wir darüber sprechen, dass sich formelles und informelles Lernen auch immer mehr mischt und auch mischen soll, finde ich es verwunderlich, dass, du hattest es ja auch, glaube ich, gesagt, Twitter ist so der professionelle Rahmen und dann postet man lieber was im professionellen Rahmen als im privaten Rahmen, wobei Lernen ja etwas ganz Privates ist eigentlich. Also es ist ja etwas, was ich vielleicht genauso teilen könnte und müsste mit meinem privaten Netzwerk, mit meinem professionellen Netzwerk. Gerade auch so dieses Thema Fotos und Videos. Ich hoffe, dass wir da noch mehr in diese Richtung gehen und das auch noch spontaner machen. Einfach mal im Seminar zu sitzen und ein schnelles Video zu drehen und da diese Hemmschwelle auch immer geringer wird und wir uns nicht immer auf diesen Text konzentrieren. Ja. Wobei der natürlich wichtig ist, aber vielleicht auch so ein bisschen Diversität da reinbringen. Mhm. Was du sagst, finde ich sehr interessant, nämlich, dass das Lernen eine andere Form annimmt. Ja. Nicht mehr Unterricht, sondern es findet hier und jetzt überall statt. Ja, genau. Ich bedanke mich sehr für das Interview und sehr die interessante Session bei dir. Sehr gerne. Viel Spaß weiter beim CLC. Danke.